Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bard's Tale. Hallöchen! So, Hagen, Endspurt. Wir müssen jetzt... Das ist eine Ansage. Wir sind jetzt mal kurz vor Ende ja quasi. Eine Ansage. Ich muss die Musik hier noch ein bisschen leiser machen. Wir machen noch mal kurz, was bisher geschah. Was bisher geschah? Was bisher geschah? Also, Hagen, du erinnerst dich, wo haben wir denn angefangen? In Scarabre. Ja, genau. Und... Schau mal richtig. Wir sind in Bard's Tale 1, also Tales of the Unknown 1, The Bard's Tale, sind wir in Scarabre und müssen den bösen Zauberer. Und wir haben Manga in der Adventurers Guild angefangen. Adventurers Guild haben wir angefangen, die ist hier. Ja, und dann sind wir in den Weinkeller gedappt. Genau, sind wir hier in den Weinkeller und da in die Kanalisation und haben das Passwort bekommen, um in den Katakomben mit dem Mad God Tarjan. Haben wir das Auge bekommen, dann sind wir hier zu dem Schloss vom Baron Harkonnen, hätte ich jetzt schon fast wieder gesagt, Harkins Castle, und haben dort den Mad God wiederbelebt, um ihn anschließend sofort umzuflacken. Genau, und das waren die 99 Barbaren. Da waren die auch die 396 Barbaren, glaube ich, müssten da, glaube ich, gewesen. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Und dann sind wir zu Kyllirians Tower teleportiert worden. Sind da willenlos hin und her gerannt und haben dann von ihm bescheinigt bekommen, dass wir jetzt bereit sind, mit dem eigentlichen Spiel anzufangen. Ja. Und die eigentliche Aufgabe, das bisher war nämlich alles nur ein Test, und jetzt haben wir den Schlüssel, um hier zu Mangas Turm reinzukommen. Ja. Und wir sind in die erste Ebene und direkt... abgenippelt, weil wir so hochlevelmäßig waren. Ja. Genau. So, und ich habe derweil und da müssen wir jetzt bis in die fünfte Ebene und den Manga umflacken. So, ich habe derweil ein bisschen gegrindet und uns ein bisschen aufgelevelt. Also laden wir mal die Party. Und dann können wir mal gucken, wie der Stand ist. Also, Dalaikos 190 Trefferpunkte, Draconian 220, Diabolic 99, Low. Atrox ist 193, Hurricane 197 Trefferpunkte, 171 Spruchpunkte. Nice. Tonic 149 Trefferpunkte und 198 Spruchpunkte. Auch nice. Genau, wir gehen mal kurz die Charaktere durch. Mhm. Ich habe auch ein bisschen an der Ausrüstung noch getuned. Also ich bin einfach in Mangas Turm gegangen, in die Eingangshalle quasi. Und in der Eingangshalle habe ich mich wieder im Kreis gerannt. Bis jetzt hier der Lycos zum Beispiel 1,2 Millionen Erfahrungspunkte hat. Wir haben 368.000 Gold. Genau. Ja, der hat noch so... bei dem hat sich an der Ausrüstung am wenigsten verändert. Pure Blade ist zum Heilen, deswegen hat er noch einen Ersatz Pure Blade. Ibarra Shield kann man ein Schild wirken für die ganze Gruppe. Dann gucken wir mal den Draconian. Wir hatten ja darüber gesprochen, ob wir den Draconian nicht auch zum Paladin machen. Habe ich probiert, hat nichts verändert an der Anzahl der Angriffe. Also habe ich den Hagen wieder zum Warrior gemacht. Das ist jetzt so und damit ziehen wir jetzt durch. Das ist einfach ein Bug in Bard's Tale 1. Ja. Ist jetzt so. Denn der... der kann nämlich andere Ausrüstung verwenden. Also es gibt bestimmte Ausrüstungsgegenstände. Hier, ich glaube, eine Adamant Plate, meinte ich, kann nur der Warrior benutzen. Ich meinte, die wäre das gewesen. Und dann hat es doch einen Vorteil, Warrior zu sein. Und was ist hier Sword of Pack? Sword of Pack, ich weiß es gar nicht so genau. Ist auf jeden Fall eins, was ordentlich Schaden macht. Okay, und Arc Shield? Das ist ein Schild, was magisches Geschoss wirken kann auf Gruppen. Das heißt, du kannst damit, das macht zwar nicht so super viel Schaden, aber halt die ganze Gruppe. Aber kannst damit auch mal Flächenzauber machen. Ich kann mal Flächenzauber machen. Genau. Ja, herrlich. Sehr gut. Das dachte ich mal, das ist doch mal was Praktisches. Ja. Wenn du wirklich große Gruppen hast, wo einen mehr oder weniger umflacken,
nicht so das bringt, dann lieber einfach mal eine große Menge Feuerbälle oder ja, es sind Flämmchen. Macht nicht so super Schaden, aber wie gesagt, die Menge macht's. Mhm. So, der Diabolic, so, der ist schon. Der hat aber quasi. Nur 99 Treffer, Lebenspunkte. Naja, der ist halt. Der ist halt so ein schmales Hemd, aber tritt ordentlich zu. Mhm. Hat auch außer den Bracers und dem Luck Shield sonst nichts. Mhm. Und hat zwei Ersatz-Frosthörner für den Markus. Wollte schon sagen, die kann er gar nicht benutzen. Genau, die sind einfach Reserve. Mhm. Ja, irgendjemand muss die halt mitschleppen. Mhm. Bei Markus habe ich umgestellt von Feuerhorn auf Frosthorn, weil das Frosthorn tatsächlich deutlich mehr Schaden macht. Mhm. Ja, und habe also ein paar Frosthörner gefunden. Wollte schon sagen, die kannten wir bisher nicht. Okay. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, eins gefunden und wussten nicht so richtig, ob das was kann. Bringt. Okay. Ja, und er hat noch eine Heilharfe. Das heißt, er kann damit heilen. Eine Heilharfe? Genau. Er macht so plöng und dann geht es dir direkt besser. Okay. Ja. Und er hat Bracers auch, ne? Ja. Und genau. Was der Unterschied ist, sind Bracers 4 und Bracers 6, umso höher, umso besser. Ich glaube, Bracers 4 ist besser. Ja. Okay. Also ich habe es jetzt auch so gemacht, dass ich nicht, ich habe die nicht maximal ausgerüstet, damit sie möglichst niedrige Rüstungsklasse haben. Mhm. Denn wenn wir jetzt gleich singen und zaubern, ist eh alles auf low. Und lower als low geht nicht. Mhm. Also habe ich einen Gegenstand rausgenommen, um einfach mehr Platz zu haben, um andere Sachen mitzunehmen. Mhm. Ja, hier zum Beispiel die Heilharfe und Frosthorn und sowas. Mhm. Genau. Bei uns, Carsten, hörst du das Quietschen? Draußen quietscht es. Wir haben nämlich Fledermäuse bei uns im Garten. Und wir spielen hier zur später Stunde und passend zu Bart's Tale die Fledermaus. Ich weiß nicht, ob ihr das Quietschen hört, aber den Atroxus hatten wir gerade. Mhm. So, und jetzt gucken wir mal der Hurricane und der Tonic. Mhm. So. Beide sind Wizards. Genau, Wizard. Und zwar auf Level 11 jetzt. Mhm. Und Wizard Stufe 6. Also beim letzten Mal waren wir bei Stufe 1. Sprung Stufe 1 bis Stufe 6 habe ich sie jetzt gebracht. Denn in Stufe 6 gibt es Tote erwecken. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand stirbt, solange der Jan oder ich überleben und wir noch Spruchpunkte haben, nach dem Kampf Tote erwecken, ausruhen und weiter geht's. Das war mir jetzt mal wichtig. Reiß dich mal zusammen, steh jetzt wieder auf. Genau. Nur weil du hier mal gestorben bist. Ja, und Alis Teppich, der kann nämlich Levitationszauber. Mhm. Das heißt, ich habe so ein paar Gegenstände auch einfach, um Spruchpunkte zu sparen. Mhm. So. Und der Tonic, bei dem sieht es ähnlich aus, der ist auch Wizard Stufe 6. Genau, und hat ungefähr die gleiche Ausrüstung. Mhm. Ja. Nur ein Shield Staff statt ein Sorcerer Staff und sowas. So, damit können wir dann jetzt losgehen. Und dem Manga eine auf die Nase geben. Ja, oder zumindest mal weiter in den Dungeon vordringen. Mhm. Enter the City. So, das Einzige, was wir wirklich als Spruch wirken müssen, glaube ich, ist der Kompass, weil es gibt irgendwie keinen Kompass, aber der kostet auch nicht viel Spruchpunkte. Wer kann Marco? Tonic, glaube ich. Hagen hat sich sogar den Spruch gemerkt. Magic Kompass. So, dann soll bitte einmal der Lycus das Ibarra-Shield benutzen. Mhm. Und dann der Hurricane benutzt Ali's Carpet. Und dann das Auge. Das magische Auge, das ist aber kaputt gegangen, aber komm. Passiert halt. Finden wir sicher wieder eins. Haben wir noch irgendwas zum Licht machen? Dann machen wir das da, machen wir da auch Magie. Also, wir machen Stone Sight, glaube ich, heißt das. Nee.
7 Gnome. Den machen wir mal kurz weg. Draconian macht immerhin 56 Schaden. Und der Lycus haut inzwischen schon 5-mal pro Runde zu. Was suchst du denn eigentlich? Irgendwas, was Licht macht. Mm. Also guck mal bei Magician oder so, was hochstufigeres. Stonelight Spells, Dizzy. Genau, das muss dann der Jahn wirken. Ist STSI heißt das. Tonic Fountain Item. Wo ist denn STSI? Da. Ach, da rechts hast du geguckt. Ich war da links am gucken, da gibt es nämlich nur STLI. Und ich die ganze Zeit, was macht der denn? Steel Light Spell. Oder willst du lieber Stone Light Spell? Ah, jetzt doch, der Hurricane konnte das. So. Mhm. Und dann hätten wir gerne noch Sesi, glaube ich, Second Sight. Mhm. Genau. So, und Tonic hat ein Item in der Stadt gefunden, das können wir eigentlich direkt wegwerfen. Droppen. Weil egal, was es ist. So, und wir müssen durch die Kanalisation, weil wir noch keinen Schlüssel direkt zu den Toren haben. Wir haben den Schlüssel zum Turm, aber nicht zu den Toren. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt den Umweg gehen durch die Kanalisation. Mhm. Tödliche Samurai-Statue. Die fällt vor Schreck um, wenn die uns sieht. So ungefähr, ja. One piece of gold. Naja, immerhin. Wer den Pfennig nicht ehrt. Wir haben den ja auch die ganze Zeit schon umgenietet. Der ist einfach, der ist auch schon, den haben wir schon ausgewrungen, dass der überhaupt schon wieder ein Goldstück hatte. Der Atroxis soll einen Wein, hat nicht genügend Geld. Na, dann muss halt der Lycos Wein trinken. So. Singen. Zweifel Attune. So. Und wir nehmen jetzt direkt die Abkürzung, denn wir können uns vom Eingang zum Ausgang teleportieren. Das haben wir das letzte Mal erst relativ spät gemacht. Apar. Und jetzt muss ich mal kurz in die Karte gucken. Ich kann mir das nämlich nie merken. Um, ja. So, wir teleportieren uns jetzt nämlich direkt. Ah, hier habe ich mir aufgeschrieben, was wir an Ausrüstung haben, was das kann. Hier der Sword of Puck kann Lesser Summoning. Also damit kann man einen Dämonen beschwören. Ach, für unseren Special Place. Genau. Mhm. Heal Harp macht Word of Healing. Sorcerer Staff macht Disrupt Illusion. Mhm. Und der Draconian sollte ein Dayblade haben, wenn das nicht inzwischen kaputt gegangen ist. Das könnte sein. Ja. Aber hier, das kannst du mal dir einmal beiseite. Das sind so die magischen Gegenstände, die wir haben. Habe ich. So. Und auf welcher Map? Wir sind jetzt Katakomben 1. Nee, wir sind jetzt im Weinkeller und wir wollen in Kanalisation 3. Mhm. Also wir müssen. Und da müssen wir zu 20, denn da ist die Treppe. Das ist 17 nach Osten und 16 nach Norden. Also 16 nach Norden. Und 17 nach Osten. Aber du musst noch die Ebene machen, oder? Genau. Und 3 Ebenen runter. Mhm. Go! There are stairs here which seem to go a long way up. Und schon sind wir bei Mangas Turm. Ah! Nice. Ja. Einmal die Abkürzung, bitte. So.
dann wollen wir doch mal rein. Ein Kupferdrache und 7 Ogerlords. Die Ogerlords sind es ja nicht so, aber der Kupferdrache. Naja, komm. Einer. Das ist noch nicht das, das Thema. Ogerlord hat auch schon Schaden gemacht hier. Mhm. Ich habe auch was vergessen, das müssen wir gleich noch machen. Eine Fleischwunde beim Lycus. Mhm. So, dann machen wir mal hier, nehmen wir mal die Heilharfe. Ist es? Death Trap. Crazy Cloud. Disarmed. 87 Gold, also heute sind sie aber ein Diamantschwert. Der Diamant ist besser als Adamant. Ach so, so rum war es. Ich dachte, andersrum. Ich dachte, jetzt weißt du, Diamant. Ich weiß aber nicht, ob es besser ist als das Sword of Puck. Aber wir können es einfach mal dem Hagen geben und dann gucken wir einfach mal, was passiert. So, hier Diamantschwert an Draconian. Und dann rüsten wir das doch mal aus und schauen einfach mal. So, dann heilen wir mal den Lukas weiter. Denn Markus heilt ihn jetzt mit der Harfe. Richtig viel. Heilt tut ihr aber auch nicht, oder? Ja, macht halt nur einen einfachen Word of Healing, aber immerhin. Kostet halt keine Spruchpunkte. Stellen wir es gerade vor, wir stehen da, alle so, der Markus so, Klimperklampf, Klimperklampf, wie geht's dir? Besser, mach weiter, Klimperklampf. Vor allen Dingen, er könnte ja auch singen und das würde mehr heilen, ne? Ja, nee. Also eigentlich heilt er mit der Harfe, ohne zu singen. Genau. Das ist ja meine Theorie. Hm. Psch, geht's dir besser? Psch, geht's dir jetzt besser? Psch. So, jetzt machen wir, mach das mal Tonic. Ein Spruch. Wir brauchen nämlich ein Wind Dragon. Denn wenn wir einen Drachen in der Party haben, das ist gut. Und das ist jetzt eine Drachenillusion eigentlich. Wenn wir einen Drachen in der Party haben, das ist gut. Ja. Der macht Aua beim Gegner. Ach so. Mhm. Wir Drachen bei der Party haben, das ist was gut. Ja. So, mal einen kurzen. Einmal einen kurzen Blick hier in den Dungeon. Also hier meine selbstgezeichnete Karte und hier ist die aus dem Netz. Können wir bei beiden gucken, so ungefähr das gleiche. Also hier gibt es diesen Eingangsbereich und den gibt es dreimal. Und da sind immer Teleporter. Mhm. Und quasi du läufst rum und irgendwie. Und beim dritten Mal bist du halt hier an dem Punkt, wo es dann hier plötzlich in der einen Tür hinten dann rausgeht. Mhm. Es geht von hier, teleportieren wir nach da hoch und dann von hier nach da. Und dann kann man hier da so durchgehen. Da sind wir auch schon einmal kurz gewesen, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter und gehen in die zweite Ebene. Mhm. Denn wir brauchen in der zweiten Ebene den Silver Circle. Weil das silberne Quadrat und das silberne Dreieck haben wir schon. Ja. Und wir versuchen jetzt den Silver Circle zu bekommen, ohne dabei abzunibbeln. Also versuchen wir jetzt mal. So, dann machen wir mal hier erstmal den Fire Giant weg. Der ist auch neu für mich.
Der Fire Giant. Mhm. Ja. Okay, lass mal den Haken mal die Conjurers angreifen. Und dann nutzen wir das Frosthorn auf die Wizards. Und ich glaube, so können wir mal ins Rennen gehen. Genau, der Red Dragon hat schon mal einen umgeflackt. Schneller, langsamer? Ja, so ist gut. Ja. So, die Wizards werden jetzt erstmal weggefroren und sind alle tot. Der Hagen hat zwei von den Conjurern platt gemacht. Jetzt haben wir aber nur einen Wolf. Einen Beschworenen. Ja. Manchmal kommt auch the party disbelieves und dann ist es weg. Ah, okay. Ja, und man kann das auch mit einem Spruch machen, aber ich meine, so ein Wolf, komm. Ja, der Fire Giant war jetzt irgendwie relativ entspannt, ne? Ja, also ich sag mal, inzwischen ist es so, ein Drache kein Problem, zwei Drachen, Fleischwunde, drei Drachen. Und ab vier Drachen wird es echt hässlich. Ja, okay. Aber ich sag mal, so drei Drachen stecken wir inzwischen, wenn wir ausgeruht sind, weg. Ja, irgendwann ist natürlich dann rum. Auf der anderen Seite, mit Tote erwecken könnte man dann sogar noch sagen, komm, wir kehren zusammen, einmal entaschen und dann geht's weiter. Crazy Cloud. So. Crazy. ...4000 Erfahrungspunkte. Noch ein Diamantenschwert. Also hat auf jeden Fall nicht weniger Schaden gemacht, ja, oder? Weiter singen. So. Dann, ich zeig nochmal. Also, wir sind jetzt hier und gehen jetzt darüber, lassen uns dann hier teleportieren, gehen nach da, dann sind wir hier und dann gehen wir hier da durch und, genau. Mhm. Hoch und dann da in die Ecke und wump, sind wir teleportiert. Dann gehen wir hier runter und die unterste Tür dadurch, durch diese Tür, 56 Zwerge. An die erinnere ich mich. Ich würde sagen, wir nehmen das Forsthorn. Geht schneller. Ja. Ich mache mal gerade hier, das, ja. Sonst dauert es ja hier. Du siehst, das Frosthorn macht schon ordentlich Schaden. Deprimierenderweise mehr als ich im Durchschnitt. Ja. Ist halt, also diese Hörner von den Barden sind halt mächtig. Ja. Deswegen ist ja auch The Bard's Tale. The Bard's Tale. Also ohne einen Barden, also, nee, es stimmt. Es gab dieses die eine, genau, müssen, wo nur ein Barde sich draufsetzen kann. Und deswegen kannst du es ohne einen Barden nicht durchspielen. Genauso beim dritten brauchst du einen Dieb. Sonst kannst du es nicht durchspielen. Beim zweiten weiß ich gar nicht, ob man da irgendeine spezielle Charakterklasse braucht. Das heißt, wenn wir, sollten wir Bard's Tale 3 mal spielen, irgendwann mal, dann muss einer von uns umlernen. Auf Dieb. Kannst du denn importieren in den zweiten oder dritten Teil? Ja. Das heißt, ich muss für immer und ewig Warrior mit ganz wenig Fähigkeiten bleiben. Oder wir machen dich als neuen Charakter, als Dieb und fängst einfach von vorne an. Weil ich so schlank und schmächtig und gut im Schleichen bin. Genau. Mind Trap. Theoretisch müsste beim Importieren, sollte der Bug nicht sein. Das heißt, müsste dann theoretisch mehrere Angriffe kriegen. Aber ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Da lässt sich, mal schauen. So, Mind Trap war's. Jetzt machen wir erstmal Bard's Tale 1 fertig
Und danach wollen wir ja auch nochmal andere Rollenspiele uns anschauen. Weil Bard's Tale 2 ist jetzt halt wie Bard's Tale 1, nur mehr Dungeons. Also, ist jetzt auch nicht so... nochmal ein Heilhafen und ein Arc-Shield. Das Arc-Shield, das können wir mal wegwerfen. Da haben wir schon zwei.